Und ich begrüße ganz herzlich Klaus Ernst, den Parteivorsitzenden der Linken. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag. Lassen wir es doch einfach mal gemütlich angehen. Wir haben zwar jetzt schon einen thematischen Vorlauf, aber fangen wir doch mal an mit Ihrem Job. Ist das eigentlich ein Traumjob, Parteivorsitzende der Linken zu sein? Es gibt sicher erfreulichere Jobs. Ehrlich? Wo man mehr Lustgewinn hat. Aber es ist ein sehr wichtiger Job, weil man doch die Möglichkeit hat, die Meinungen von sehr, sehr vielen Menschen ins politische Geschäft einzubringen. Sie wissen, wir haben oft im Parlament die Situation, dass gegen die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger entschieden wird, zum Beispiel bei der Rente. Sehr viele Menschen wollen, dass es bei der Rente mit 65 bleibt. Wir sind die Einzigen, die diesen Bundestag vertreten. Wir vertreten dort eigentlich die Mehrheit. Wären wir nicht im Bundestag, würde man den Job nicht machen. Auch als Parteivorsitzender hätten viele Menschen in diesem Land keine Stimme. Also Lustgewinn, das müssen Sie uns jetzt noch mal erklären. Lustgewinn in Sachen politischer Arbeit oder vielleicht auch innenpolitischer Arbeit innerhalb der Partei? Nein, ich denke, es gibt natürlich erfreulichere Jobs, wo man mehr positive Erlebnisse hat, als man sie manchmal als Parteivorsitzender hat. Das geht aber nicht nur mir so. Ich denke, das geht allen Parteivorsitzenden oft so. Allerdings, ich wiederhole nochmal, es ist sehr wichtig, weil man die Möglichkeit hat, Stimmungen, Positionen von Bürgerinnen und Bürgern, von Wählerinnen und Wählern zusammenzufassen und die auch im parlamentarischen oder auch im politischen Geschehen einzubringen. Und das kann auch durchaus Freude machen, vor allen Dingen, wenn es erfolgreich ist. Und wir waren ja auch erfolgreich als Linke, denn viele Parteien schreiben bei uns ab. Sie werden leider noch nicht rot dabei. Das müssen wir noch ändern. Aber Sie mögen die anderen schon auch ein bisschen. Also fangen wir doch mal an. Ich meine, Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie auch gerne mal draufhauen. Dürfen Sie als Opposition ja auch, sonst wären Sie gar nicht richtig dort in der Opposition aufgehoben. Fragen wir doch mal ganz andersrum. Was mögen Sie eigentlich an Frau Merkel? Ach, an Frau Merkel, was mir eigentlich gefällt, ist tatsächlich, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und sehr ausdauernd ist in ihrem Job. Das sind Eigenschaften, die sind prinzipiell nicht schlecht. Leider kann sich das auch ins Gegenteil dann wenden, wenn eine Politik im Ergebnis gemacht wird, die sich gegen die Bürgerinnen und Bürger in Europa richtet. Das ist zurzeit so. Sie wissen, das Sparprogramm, das Frau Merkel den Bürgerinnen und Bürgern verordnen will, dieser sogenannte Fiskalpakt, führt im Ergebnis dazu, dass gerade in Griechenland inzwischen an den Krankenhäusern wirklich die Versorgung langsam in Frage gestellt wird, dass die Rentnerinnen und Rentner ihr Einkommen gekürzt werden. Dieses Programm soll in ganz Europa übertragen werden. Das ist dann eben auch die Folge von solchen Eigenschaften, wenn man nicht die Dinge richtig analysiert und dann auch zu richtigen Entscheidungen kommt. Ja, wir kommen gleich schon wieder ins Politische, aber nicht, Sie sind ja dafür Politiker geworden. Sie haben gestern gesagt in der Pressekonferenz nach der Vorstandssitzung, das ist eine Trümmertruppe, diese Koalition. Wie haben Sie das gemeint? Ja, schauen Sie, es war ja nun so, dass bei der Bundespräsidentenwahl oder bei der Frage, welchen Kandidaten denn die Regierungsparteien aufstellen, dieses Ding hier funktioniert nicht richtig, deswegen muss ich mich da und da vorfassen. Ja. Stopfen Sie es einfach nochmal ordentlich rein. Bei dieser Kandidatenaufstellung ist ja Folgendes passiert. Frau Merkel wollte Herrn Gauck nicht. Da haben Sie doch was gemeinsam. Das ist doch irgendwie, wollen wir das doch mal gerade festhalten. Sie wollen Herrn Gauck nicht. Sie wollten ja von mir wissen, warum ich Trümmertruppe gesagt habe. Ich habe Trümmertruppe gesagt, weil diese Koalition in einer Weise zerstritten ist und in einer Weise, mein Gott, und in einer Weise agiert, dass sich der normale Bürger inzwischen die Augen reibt. Also, da sagt der eine Koalitionspartner zu der Regierungschefin, sie oder vergleicht sie mit einem Frosch. Er führt sie öffentlich vor. Wichtige Fragen werden in Koalitionsrunden gar nicht mehr behandelt. Also die Frage des Mindestlohns, die Frage zum Beispiel der Einführung einer Finanztransaktionssteuer, um auch die Banken, um auch die Vermögenden, die eben solche Finanztransaktionen handeln, zu beteiligen an den Kosten der Finanzkrise. Die Frage, dass wir nach wie vor keinen gleichen Lohn bei gleicher Arbeit haben und deshalb Frauen besonders benachteiligt sind. All diese Fragen spielen keine Rolle. Da spricht man gar nicht mehr drüber. Die Frau Merkel hatte keine Kanzlermehrheit mehr bei der letzten Abstimmung um die Finanzprobleme in Europa. Bitte. Und wenn das keine Trümmertruppe ist, dann weiß ich nicht mehr, was eine ist. Ja, sind Sie ja der SPD relativ nah mit dieser Meinung. Wird sich ja zeigen, wie das jetzt weitergeht, ob die Themen dann demnächst doch mal behandelt werden. Jetzt schauen wir mal auf das, was Ihnen heute noch bevorsteht. Sie haben sich jemanden eingeladen. Ich zitiere mal nur mal Scharlatan, Präsident der Kalten Herzen, Brunnenvergifter, Hexenjäger, Inquisitor. Der Mann heißt Joachim Gauck und wird heute bei Ihnen in der Fraktion zu Gast sein. Was ist denn dann da los?
Also das Erste, diese Zitate waren nicht alle von mir. Nein, nicht von Ihnen, um Gottes Willen. Ja. Sondern aber, das waren Zitate, ja, die über Herrn Gauck in der Öffentlichkeit kursieren. Und wenn Sie mich jetzt fragen, und das ist ja wahrscheinlich der Kern Ihrer Frage, warum wir Herrn Gauck nicht wählen können, dann hat es wirklich aus meiner Sicht, und das kann ich Ihnen nur auch von meiner Herkunft verdeutlichen, nichts mit dem zu tun, dass er mal die Stasi-Unterlagenbehörde geleitet hat. Ehrlich das nicht? Hat damit zu tun, ja bitte, glauben Sie, dass ich was mit Stasi zu tun hatte? Nee, das hat, mein nee, Dialekt das können nicht Sie gesagt. Erkennen, dass ich mit dem nichts zu tun hatte. Und im Übrigen auch in meiner Partei spielt das so gut wie keine Rolle mehr. Da gibt es zwar viele, die Herrn Gauck kennen, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, die im Übrigen auch bezweifeln, dass der Ruf, den er sich als Bürgerrechtler erworben hat, wirklich zu Recht existiert. Da gibt es ja auch welche, die sagen, der hat sich erst in der letzten Minute dazu entschlossen. Das ist alles nicht das Thema, das in der Partei, meiner Partei, dazu führt, dass wir den nicht wählen. Sondern es hat andere Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel, dass Herr Gauck dafür ist, so habe ich das vernommen, dass die Linke vom Verfassungsschutz überwacht wird. Können Sie mal sagen, warum ich so einen wählen soll? Oder dass er zum Beispiel sich sehr negativ geäußert hat über die Montagsdemonstrationen, die deshalb stattgefunden haben, um gegen die Hartz-Gesetze bei uns zu protestieren, die dazu führen, dass man, wenn man über ein Jahr arbeitslos ist, praktisch am Existenzminimum dahin leben muss. Diese Demonstrationen hat er letztendlich für unverständlich gehalten. Er hat sich, was die Finanzkrise anging, bisher, so habe ich ihn immer verstanden, vielleicht ändert er sich jetzt, weil er merkt, dass er Kritik ist, aber das ist eher ein Zeichen von Opportunismus, wenn ich ganz ehrlich bin. Das, was er vorher gesagt hat, war, dass er diese Occupy-Bewegung eher als überflüssig betrachtet hat. Man könnte doch nicht sozusagen sich mit diesen Banken auseinandersetzen. Das sind die Gründe, wo ich sage, der hat sich mit den Themen der Zeit aus meiner Sicht nicht ausreichend beschäftigt, jedenfalls nicht mit den neuen Bürgerbewegungen, sondern ist bei der alten stehen geblieben. Aber wahrscheinlich können wir alle gespannt sein, Sie und ich, was sich da jetzt noch tun wird in Sachen Argumentationen für die Themen, die anstehen. Aber ich meine, das Thema Freiheit, das Thema Gerechtigkeit, das ist ja was Sie auch unterstützen könnten. Selbstverständlich. Wir müssen aufpassen, welchen Freiheitsbegriff wir meinen. Freiheit heißt natürlich auch, dass die Menschen so eine solche soziale Absicherung haben, dass sie diese Freiheit, die ihnen zusteht, auch leben können. Also wenn einer kein Geld mehr hat in diesem Land, weil er im Hartz-System ist und gerade überlegt, wie er denn über die Runden kommt, wenn er merkt, dass der Monat länger ist, als der Geldbeutel dick ist, dann ist es mit Freiheit begrenzt. Wir müssen dann schon beides verbinden. Nämlich, dass wir Freiheit im Sinne von bürgerlichen Freiheiten verbinden, auch mit sozialer Gerechtigkeit. Und genau das ist die Grundvoraussetzung, dass man Freiheit vernünftig leben kann. Und da muss ich sagen, ist bisher Herr Gauck jede vernünftige Position aus meiner Sicht schuldig geblieben. Herr Ernst, noch eine kurze Frage, bitte kurze Antwort. Aber Sie werden Herrn Gauck trotzdem heute freundlich empfangen und befragen mit Kaffee und Kuchen, oder? Okay. Selbstverständlich. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, auch mit Herrn Gauck, und danke fürs Gespräch. Eine Bemerkung würde ich noch machen. Was ich sehr bedauere, ist, dass Herr Gauck von den anderen Parteien offensichtlich nicht eingeladen wird. Unsere Kandidatin, Frau Klaasfeld, von den anderen Parteien nicht eingeladen wird. Wir aber selbstverständlich Herrn Gauck einladen. Ja, das spricht dann zumindest mal für Demokratie. Ja, also dann danke ich auch für diese Bemerkung noch zum Schluss und schönen Tag in Berlin. Auch für Sie einen schönen Tag. Dankeschön.